Und was die große Pyramide betrifft, sagen alle Fachleute zu mir, ich soll doch mal endlich aufhören, dumme Fragen zu stellen. Hier sei nun wirklich alles gesicherte Lehrmeinung. Man wisse, wer das Bauwerk errichtet habe, wann und wie das geschehen sei. Die Fachwelt ist überzeugt, die große Pyramide von Gizeh sei von einem Pharao namens Cheops erstellt worden. Dies um 2500 vor Christus. Also von heute an gesehen rund 4.500 Jahre in der Vergangenheit. Cheops, so sagt die Fachwelt, sei ein Tyrann gewesen. Bis zu 100.000 Menschen hätten für ihn geschuftet. Ob freiwillig oder nicht, darüber kann man streiten. Cheops habe in sein Bauwerk nur zwei Räume legen lassen. Den oberen Raum nennt man Königskammer, den kleineren unteren Königinnenkammer. Allerdings im Fels unter der Pyramide gibt es tatsächlich noch einen dritten Raum. Den nennt man unvollendete Grabkammer. Schließlich die Korridore, die Gänge zu den insgesamt drei Räumen, das sei alles, der ganze Rest sei kompaktes Gestein. Was eigentlich sagen die alten Araber dazu? Und mit alten Araber meine ich jetzt nicht den Großvater, der hier zusehen mag. Ich meine die arabischen Geschichtsschreiber. Die gab es auch. Oft, wenn ich mit Ägyptologen über die arabischen Historiker rede, dann sagen die mir, Herr von Däniken, das kann man doch nicht ernst nehmen, das sind Märchengeschichten oder man kennt die ganzen Geschichtsschreiber der Araber überhaupt nicht. Haben Sie mal was gelesen von einem Ibrahim Abdul al-Mas'udi oder von einem al-Makrizi? Arabische Historiker. Was steht denn in der arabischen Literatur über das Bauwerk? Eine völlig andere Story. Die Araber behaupten, das Ganze habe sich abgespielt vor der großen Flut. Die Menschen damals seien noch so primitiv gewesen, dass sie mit den Tieren an derselben Tränke getrunken hätten. Doch dann hätten die Wolken sich geöffnet. Aus den Wolken seien die Barken, die Schiffe der Götter gekommen. Allem voran das Schiff des Gottes Osiris. Diese Götter hätten zuerst mal Schulen errichtet im Land am Nil. Dann seien sie ausgeschwärmt, jeder habe eine Keule in der Hand gehabt und sie hätten unsere Vorfahren in die Schulen geprügelt. Vielleicht sollte man das wieder einführen. Nach einiger Zeit habe sich herausgestellt, dass die Menschen sehr wissensdurstig gewesen seien. Als ich das las, war ich sehr beruhigt. Offenbar waren wir doch nicht blöd vor Jahrtausenden. Der intelligenteste unserer Vorfahren, so schreiben die alten Araber, sei ein junger Bursche gewesen, der hieß Saurit. Die arabischen Historiker vermerken dann in einem Nebensatz sehr präzise, Saurit, das ist derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Sagt Ihnen nichts? Nur als Nebensatz. Die Geschichte spielt sich vor der Flut ab, nach arabischer Überlieferung. Saurit sei der Gescheiteste von uns gewesen. Saurit sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Wer ist Henoch vor der Flut? Gehen Sie in die Bibel oder in die Tora. Vor der Flut gab es 10 Patriarchen. Einer der 10 hieß Henoch. Nach biblischer Überlieferung ist Henoch der erste Mensch, der diesen Planeten in einem feurigen Wagen verlassen hat. Mir gibt's zu denken, ich bleibe jetzt beim arabischen Wort Saurit. Dieser Saurit sei also der Gescheiteste gewesen. Die Lehrmeister hätten den zu sich gerufen, hätten ihm ihre Sprache beigebracht. Der junge Saurit ist bald mal zweisprachig. Der kann seine eigene Sprache und die der Fremden. Jetzt dient er als Dolmetscher. Dann hätten sie ihm ein Schnellschreibegerät gegeben. Ich habe nie begriffen, was die meinen. Was ist ein Schnellschreibegerät? Und schließlich hätten sie ihm Bücher diktiert. Zur selben Zeit sei die Kunde aufgekommen, eine schreckliche Flut würde die Erde heimsuchen und alle Menschen und alles Fleisch müssten sterben. Auch der junge Saurit hat das natürlich gehört. Vielleicht war er inzwischen schon 18, 19. Er kannte die Sprache der Fremden, also ging er mutig zu ihnen und hat ihnen buchstäblich Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, wieso habt ihr mir Schreiben gebracht? Wieso habt ihr mir Bücher diktiert? Jetzt, wo das Wasser kommt und wir alle ertrinken, selbst wenn ein paar Menschen übrig bleiben, die müssen ja wieder von vorne anfangen. Und so habe er inständig gebeten, ein monumentales Bauwerk errichten zu dürfen. In das Bauwerk hinein möchte er viele kleine Kammern legen und in die Kammern seine Bücher. Weil die Zeit drängte wegen der kommenden Flut, hätten die Lehrmeister diesem Saurit bei der Planung geholfen.
nur bei der Planung, auch nach arabischer Überlieferung, kein Fremder hat Steine rumgeschoben. Keiner hat sich die Finger schmutzig gemacht. Die Menschen haben das getan. Aber bei der Planung hätten sie ihm geholfen. Sarit und seine Leute haben die große Pyramide gebaut. Er habe viele Kammern hineingelegt, seine Bücher reingetan, in 4 Kammern sogar noch Geschenke der Lehrmeister für zukünftige Generationen. Schließlich habe er die ganze Pyramide wasserdicht gemacht, indem er alles von oben bis unten mit Steinen abgedichtet habe. Zumindest das stimmt. Die große Pyramide war auf allen 4 Seiten völlig abgedichtet. Heute sieht so scheußlich aus, weil die Araber seit Jahrhunderten die Steine weggerissen haben. Diese Platten waren so schön zugeschnitten, dass man sie verwendete zum Bau der Stadtmauer von Kairo, für Regierungsgebäude, Moscheen, aber auch für Privathäuser. Deshalb schaut das heute so aus. Immer dann, wenn ich meinen Freunden von der Ägyptologie diese arabischen Geschichten erzähle, dann stößt man an mit einem Glas Wein und die sagen mir, aber bitte, du nimmst doch das nicht ernst. Die Araber waren doch Märchenerzähler. Man denke an Tausend und eine Nacht, Ali Baba und die 40 Räuber. Sesam, öffne dich. Tolle Geschichten, aber nichts davon ist wahr. Im besten Falle haben sie ihre Könige schön geredet. Was stimmt? Unsere Lehrmeinung oder die der alten Araber? Gibt's hier drin Räume unbekannter Art? Wenn Sie als Tourist die große Pyramide betreten, dann klettern Sie zuerst mal hier rauf. Ich müsste vielleicht sagen, Sie keuchen hier rauf. Man nennt das den aufwärtsgehenden Gang. Er ist 1 Meter und 2 Zentimeter hoch. In der Praxis bedeutet das, runter mit Ihrem Kopf, runter mit den Schultern, runter in die Knie. Im Entenwatschelgang kriechen Sie hier hoch. Der Schweiß bricht Ihnen aus sämtlichen Poren. Ihre Unterwäsche können Sie wieder wegschmeißen nachher. Ich stehe oft am Ende der Strecke, es sind 26 Meter, und warte auf meine Touristen. Alle kommen tropfnass an. Die Damen haben verklebte, nasse Haare. Also wenn Sie, verehrte Damen, je in die Pyramide kriechen, dann gehen Sie erst hinterher zum Friseur und nicht vorher. Ihre Frisur steht das nicht durch. Nach 26 Metern machen alle Oh, Ah, denn jetzt stehen Sie hier. Das nennt man große Galerie. Die Strecke ist 47 Meter lang, 9 Meter rund hoch. Und hier beginnen die ersten berechtigten Fragen an meine Freunde von der Ägyptologie. Kann mir das jemand erklären? Wieso haben die Bauherren der Pyramide zuerst einen mickrigen, niedrigen Gang gemacht? So niedrig, dass sie durchkriechen müssen. So niedrig, dass sie nicht mal einen Sarkophag hätten reintransportieren können. Nicht mal einen Sarkophagdeckel. Und dann nach 26 Metern diese ihre Anlage her. Jede Steinschicht ist 8 Zentimeter über der nächsten angebracht. So entsteht ein Gang, der sich nach oben spitz zuneigt. Hier sind Steinbalken von bis zu 70 Tonnen verwendet worden. Eine unglaubliche Arbeit. Dahinter muss eine fantastische Planung stecken. Aber Cheops und seine Leute, die es gemacht haben sollen, die kamen schnurstracks aus der Steinzeit. Wie eigentlich ist dieses Wunder möglich geworden? Im Mystery Park in Interlaken haben wir eine Computeranimation zusammengestellt, um das Wunder zu erklären. Eine Antwort haben sie nicht. Zum Beispiel, es gab doch diese Geschichte mit der Rampe. Aber die Rampe muss ununterbrochen jeden Tag der neuen Höhe angepasst werden. Auf der ganzen Länge. Sie können irgendwo einen Knicks drin haben. Dasselbe gilt, wenn Sie eine Spiralrampe um die Pyramide herumbauen. Die Rampe hätte am Ende eine Länge von